Hallo ihr Lieben, mein Name ist Birgit, schön, dass ihr hier auf meinem Kanal gelandet seid. Von mir gibt es heute das versprochene Maskenvideo und ich versuche die Sachen so ein bisschen zu sortieren, aber es ist so viel, ich weiß nicht, ob ich es versprechen kann, ob ich mich in dem ganzen Wust da zurechtfinde. Wenn ich ein bisschen komisch klinge und ab und zu mal huste, liegt es daran, dass ich immer noch nicht fit bin. Aber ich habe gedacht, ich drehe es jetzt trotzdem ab und möchte jetzt anfangen mit Garnier. Da habe ich diese Sachen hier, einmal eine Hydra Bomb Augen- und Tuchmaske. Die habe ich noch nicht getestet, bin ich also sehr gespannt. Ich glaube, es wäre ganz gut, die vorher in den Kühlschrank zu legen. Mal gucken, wie das so ist. Bin ich sehr gespannt drauf. Die Hydra Bomb Tuchmaske, die grüne für normale und Mischhaut, super reich. Keine Ahnung an was, intensive feuchtigkeitsspendende und ausgleichende Maske. Ja, habe ich glaube ich schon mal probiert, fand ich ganz okay. Und die intensive feuchtigkeitsspendende und Glow-Boosting-Maske, die habe ich auch schon mal getestet, also die fand ich auch okay. Insgesamt finde ich die Garnier Skin Aktiv Tuchmasken ganz okay. Okay, aber jetzt nicht so, dass sie mich vom Hocker reißen. Also die kaufe ich höchstens mal, wenn sie im Angebot sind. Ansonsten wären sie mir für den Effekt jetzt zu teuer. Ach, und dann habe ich jetzt tatsächlich die hier vergessen. Das ist ja auch Garnier, und zwar diese Aloe Water Balm 3-in-1. Tag-Nacht-Maske ist das mit Hyaluronsäure. Ich finde die ganz gut. So eine gelige Konsistenz. Nehmt die gerne mal abends nach dem Duschen, halt so einfach schnell. Oder auch mal so tagsüber zwischendurch, wenn die Haut ein bisschen spannt. Ja. Würde ich mir eventuell wieder nachkaufen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe sie noch nicht so oft ausgetestet. Aber man hat ja auch lange dran. Weiter geht's mit den beiden hier von Yves Rocher. Da habe ich einmal diese Eiseffekt Cranberry 3 Minuten Maske. Ja, die habe ich letztes Jahr gekauft, habe ich dieses Jahr noch gar nicht genommen, aber die muss ich unbedingt aufbrauchen. Ich weiß nicht, wie lange die haltbar sind. Ich glaube, die Yves Rocher Sachen sollen nicht zu lange liegen, weil ich habe mal schon ein paar Mal gehört, die würden nicht so lange halten, wenn sie mal offen sind. Aber ich fand die ganz nett und die hier, die mag ich sehr, sehr gerne. Die habe ich mal quasi bei Yves Rocher mit geschenkt bekommen, so als Zugabe. Und wollte die auch gerne schon nachkaufen, aber die gibt es nicht mehr, die Hydra Vegetal. Also die fand ich richtig super, habe ich immer beim Sport dabei und nehme ich gerne nach der Sauna. Das ist so ein schöner Frische- und Pflegekick. Und dann wollte ich eigentlich die nehmen, aber sie wird und wird nicht leer. Also muss ich, glaube ich, doch mal tauschen jetzt. Das ist mir so ein Sommerding. Ja, finde ich gut, die beiden. Mag ich gerne und würde ich mir auch nochmal kaufen. Dann hätte ich hier meine... ja, Müller-Masken, da könnte ich eigentlich auch noch die Terinaturi-Maske dazu nehmen. Und zwar ist das die Hydro-Feuchtigkeitsmaske. Die habe ich schon mal gehabt, die fand ich sehr gut und habe ich nachgekauft. Also wer sowas mag von Naturkosmetikprodukten, kann ich auf jeden Fall empfehlen, fand ich sehr gut. Dann hätte ich hier diese Face Superfood Mousse Maske von Cadeavera. Ich muss zugeben, dass ich mir nicht mehr sicher bin, wie ich sie fand. Also ich fand sie auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich sie überragend fand, weil ich es irgendwie mir nicht gemerkt habe. Das ist ja ein bisschen komisch und ihr seht ja, ich habe das erste schon aufgebraucht. Also werde ich das zweite erst noch austesten, bevor ich das in die aufgebrauchte Tüte schmeiße. Es ist mit Kokos, das mag ich eigentlich immer ganz gerne. Ja, muss ich noch mal testen, bevor ich da was genaueres drüber sagen kann. Die Feuchtigkeitsmaske für entspannte, gepflegte Haut von auch Cadeavera mit Granatapfelextrakt und Lipidkomplex. Die habe ich jetzt auch noch nicht getestet, muss ich mal ausprobieren, habe ich mir auch zweimal geholt und bin auch da gespannt drauf. Die antioxidative Maske, alle Hauttypen, bekämpft erste Hautalterungserscheinungen. Das ist, denke ich, so eine... ja, recht pflegende Geschichte. Anti-Pollution steht drauf noch. Vital 35 plus, ja, kann ich brauchen. Es ist immer so, ich muss aufpassen, dass ich die Haut nicht überpflege, gerade weil ich doch relativ oft solche Masken mache. Deshalb bleiben die dann doch gerne mal liegen. Und
Aber ich muss sie demnächst mal testen. Also da bin ich auch wirklich neugierig, wie die ist. Und eine meiner Liebsten, die habe ich auch mehrfach, das ist die Milch- und Honigmaske. Ja, geht immer und mag ich deutlich lieber als die von Balea. Finde ich viel, viel besser. Macht die Haut butterweich bei mir jetzt. Und ja, ich liebe den Effekt. Kann ich auf jeden Fall super empfehlen. So, weiter geht's mit den Schäbensmasken und da sehe ich gerade, dass ich die Schokomaske sogar noch zweimal habe. Das heißt, ich muss sie unbedingt aufbrauchen. Ich glaube, dass sie auch durchaus abläuft. Wenn sie nicht schon abgelaufen ist, kann ich jetzt auf die Entfernung nicht erkennen. Aber ich mochte die eigentlich ganz gerne. Es ist halt so ein, ja, so eine Spielerei, ne? Es macht also das Badewasser ja auch nicht unbedingt sauberer. Und ja, aber es riecht gut und ist was für die Sinne. Ich fand es ganz schön. Dann habe ich hier die Erdbeer-Peeling-Maske. Die habe ich auch einmal nachgekauft. Da hatte ich mir zweimal gekauft. Eine habe ich noch, wie ihr seht, noch eine halbe habe ich auch noch. Und es liegt daran, dass ich Peeling-Masken relativ selten verwende. Aber ich fand die ganz nett. Und ja, wer das mag, würde ich auf jeden Fall sagen, kann man gut machen. Die Antifaltenmaske. Entschuldigung. Sofort Lifting-Effekt. Die habe ich jetzt noch nicht getestet, bin ich aber auch mal gespannt. Muss ich den unbedingt demnächst mal ausprobieren. Ja, auch hier ist es so, dass ich ja gerne ein Fruchtsäure-Peeling mache und da mag ich danach dann solche Wirkstoffmasken nicht so gern machen, weil ich mir denke, das ist dann zu viel für die Haut und vielleicht vertrage ich es nicht, reagiere irgendwie mit Rötungen oder Pickel oder einfach Ausschlag. Ich bin ja auch Allergiker, ist eh ein bisschen schwierig dann. Alles immer ein bisschen strapaziert und ja, aber da bin ich doch gespannt, so wie bei allen. Ne? Sorry, mir fällt gerade auf, dass ich das ständig sage, aber ich bin neugierig auf die Maske, mache ich auf jeden Fall noch. Die hier finde ich richtig, richtig super gut, habe ich mir mehrfach nachgekauft. Bei uns im Edeka gibt es die auch noch. Leider wurde die nicht reduziert. Sie geht wohl aus dem Sortiment, aber ich habe sie hier noch, ich glaube, viermal. Ja, mega, fand ich super. Ich hoffe, die kommt wieder. Dann habe ich hier die Multi-Effekt Maske gegen 3 in 1, reinigend, porenverfeinernd und regenerierend. Ja, die ist auch von Shavens. Ich habe die noch nicht getestet, wollte ich gerne mal testen, aber das ist das gleiche wie mit den Peeling-Masken. Ich habe relativ trockene Haut und ich brauche das nicht so oft. Das ist dann schnell zu viel, austrocknend einfach auch und ja. Mal gucken, wie ich die mal teste. Ich habe auch noch so eine von Balea. Habe mir auch nur die zwei geholt und einfach nur aus Neugierde. Dann habe ich diese Lippen- und Augenmaske 1 habe ich noch. Die brauche ich jetzt auf und dann werde ich mir die eher nicht mehr nachkaufen. Ich finde, die braucht es nicht unbedingt. Eine gute Augenpflege kann man ja zum Beispiel auch mal dicker auftragen während der Maske. Und da ist es auch okay. Aber ich fand sie ganz nett. Und dann habe ich hier noch die Hyaluronmaske Hydro Boost von Shavens. Die habe ich auch letztes Mal getestet. Ja, die war okay. Kann jetzt so noch nicht viel sagen. Auch die werde ich nochmal testen, bevor ich die ins Aufgebraucht nehme und eine Meinung dazu abgeben kann. Jetzt. Ja, es läuft. Genau. Sorry. Hab die Pausefunktion an meiner Kamera entdeckt. Normalerweise sitze ich ja immer davor. Jetzt hinten dran sehe ich auch mal, was hier alles so angeboten wird. Und ich teste es jetzt mal aus. Ich hoffe, das kommt gut. Hier habe ich jetzt erstmal Rossmann. Und zwar habe ich zum Beispiel die Après-Tuch-Maske von Sanozon. Die habe ich noch nicht getestet. Die habe ich jetzt im letzten Einkauf diese Woche bekommen. Und ja, falls ihr an dem Haul an einem Haul mal wieder interessiert seid, Rossmann, DM, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt nicht so der Sonnenanbeter, aber ab und zu ist es dann doch mal ganz schön, wenn man zum Beispiel einen Langstreckenspaziergang oder eine Fahrradtour hinter sich hat und abends dann noch mal so ein bisschen zum Entspannen für die Haut, die ja dann doch ein bisschen strapaziert ist durch Luft und Licht und Hitze. Ja, von daher probiere ich die jetzt mal. Dann habe ich hier von Isana die Antifaltenmaske. Die habe ich auch noch nicht getestet, glaube ich, mit dem Sofortglättungseffekt. Ja, ist so ein pflegendes Ding.
straffende Pflege, genau. Und ist sowas, was ich nehme, wenn ich merke, die Haut ist mal wieder einfach zu trocken, also zu spannend. Eigentlich straffend, ne, ist nicht unbedingt für spannende Haut geeignet. Ja, also wahrscheinlich nicht so deshalb auch noch da, weil ich dann lieber die Milch- und Honigmaske nehme. Aber ich muss die unbedingt mal aufbrauchen, weil die habe ich auch schon eine Weile. Ich glaube, die ist in der Zwischenzeit vielleicht auch schon verändert worden. Dann habe ich hier nämlich auch die alte Version noch von dem Hydro Booster. Ich denke, dass das die gleiche ist wie die hier. Die habe ich jetzt mitbestellt gehabt und die hatte ich im Kühlschrank liegen, habe sie da leider vergessen. Habe ich letzthin mal aufgebraucht, ein Sachet, und ich muss sagen, ich finde die richtig gut. Deshalb würde ich mir die auf jeden Fall nochmal holen. Ich glaube, ich habe die aber jetzt auch noch so zu 8 Sachets ungefähr. Und die wird mir eine Weile reichen. Und die hier möchte ich mal testen. Die habe ich noch nicht gehabt. Aber ich bin insgesamt so ein Gelmasken-Fan, weil ich immer das Gefühl habe, das erfrischt auch. Und ja, von daher will ich die unbedingt mal testen. Habe ich mir auch gleich zweimal bestellt. Wenn ihr die schon kennt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die fandet, weil ich finde, die klingt irgendwie vielversprechend. Ich erhoffe mir so ein bisschen einen Tube zu dem Schäbens hier. Ich meine, wahrscheinlich kann sie nicht das gleiche leisten, ist ja auch ein deutlicher Preisunterschied, aber halt so ähnlicher Effekt. Also sowas in der Richtung suche ich, wenn das jetzt ganz raus ist aus dem Programm, dann brauche ich da einen Ersatz irgendwie. Und das habe ich mir hier so ein bisschen erhofft. So, und vergessen habe ich ganz von Isana den Hydro Booster, die Tuchmaske, die habe ich auch mehrfach. Ich finde die richtig gut, also die mag ich deutlich lieber wie die Aqua-Tuchmaske von Balea. Und habe ich auch mehrfach hier und die wird bei mir auch auf jeden Fall gut genutzt. Kann ich unbedingt empfehlen. Für kleines Geld eine gute Geschichte. So, jetzt hätte ich da so eine meiner Hauptlieferanten, sag ich mal. Also Balea kaufe ich doch relativ oft. Da komme ich einfach am meisten hin, das liegt daran. Und ich habe aber auch so ein paar Lieblingsgeschichten. Zeige euch gerade mal, ne? Sowas hier. Und ja, ich habe noch einen Schwung. Die habe ich quasi aufgekauft, als sie bei uns aus dem Programm gingen. Habe ich gerade den Rest mitgenommen. Und ich finde zum Beispiel diese Vitaminmaske echt gut. Also ich mag die. Ich finde, die könnte noch ein bisschen intensiver riechen, aber ich fand, die Haut war schön weich und gepflegt. Also die hat für mich so eine richtig schöne pflegende Wirkung. Also ich fand die super. Aber wie gesagt, meine Haut ist ein bisschen trockener. Wenn man jetzt ölige Haut hat, ist es vielleicht wieder anders, aber bei mir hat die super funktioniert. Und die hier mit Kirsche und weißer Tee von letztem Jahr. Letztes Jahr war die, glaube ich, oder ist es schon 2 Jahre her? Also die riecht einfach super gut. Pflegt schön, also so ein bisschen. Es ist jetzt nicht übermäßig, aber hier ist eindeutig der Geruch bei mir im Vordergrund. Ich fand die super schön. Und wenn ich nicht weiß, was ich machen soll und einfach nur ein bisschen Lust auf Wellness habe, nehme ich die. Und ja, die geht. Ich hoffe, die letzten Worte sind noch drauf. Also die geht auf jeden Fall bei mir immer. Und dann hätte ich aus der neueren Edition diese Maske Berry Smoothie. Die habe ich jetzt auch schon einmal getestet. Ich fand die gut. Sie hätte auch die könnte für mich ein bisschen intensiver riechen, aber von der Wirkung her fand ich sie ganz nett. Die habe ich mir jetzt auch schon nachgekauft und mal gucken, ob die auch ja, das Zeug zu einer Lieblingsmaske hat. Mal sehen. Dann habe ich hier auch von Balea diese Multi-Masking-Maske. Die besteht jetzt nur aus 2 verschiedenen Geschichten. Habe ich auch noch nicht getestet. Muss ich mal rangehen irgendwann. Aus dem letzten Adventskalender. Entschuldigung. Aus dem letzten Adventskalender habe ich noch diese wärmende Gesichtsmaske. Ja, also das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich weiß noch nicht, wann ich die aufbrauche. Auf jeden Fall nicht im Sommer und vermutlich auch nicht im Herbst, vielleicht im nächsten Winter. Mal gucken. Von Balea habe ich diese Vitaltuchmaske. Die habe ich mir nachgekauft. Ich fand die echt nett und schon sehr pflegend. Also hat mir gut gefallen und deshalb habe ich mir die auf jeden Fall nochmal geholt und könnte mir vorstellen, dass die auch immer wieder hier einzieht. Auch die hier, die Tuchmaske Blütentraum, habe ich nachgekauft, weil ich fand die
roch wirklich nett, also schon gut. Und ja, so ein bisschen Frühling, Frühling, Sommer schon. Also ich fand die super und habe die, wie gesagt, nachgeholt. Von der Wirkung her war sie auch okay. Schon pflegend, nichts, was ich nicht vertragen hätte. Aber bei mir geht auch immer viel über die Nase, das muss ich sagen. Also wenn es gut riecht und dann gewinnt es. Feuchtigkeitsmaske von Balea, die fand ich auch super, habe ich mehrfach nachgekauft, würde ich mir immer wiederholen. Dann habe ich hier von Active Care Hydro Boost Creme Gel Maske. Auch das ist so eine Gel Maske und ich habe gedacht, ich probiere die mal. Vielleicht kann ich die meinem Mann mal aufquatschen, aber der ist für solche Sachen nicht so unbedingt zu haben. Deshalb habe ich sie schon mal verwendet. Ich werde ihn noch mal testen, bevor ich die ins Aufgebraucht nehme, weil auch hier kann ich noch nichts Genaueres dazu sagen. Die Todesmeermaske von Balea habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Die fand ich recht nett, aber ist für mich ein bisschen zu austrocknend. Von daher verbrauche ich die eher selten und würde mir die auch nur vereinzelt nachholen. Aber wenn ich sowas suche, dann schon. Von Sundance die Abressmaske. Das ist jetzt keine Tuchmaske, ist auch solche Sachets. Die habe ich auch im Kühlschrank liegen gehabt und habe sie vergessen. Ich mochte die nicht so gerne, weil die riecht einfach nicht so gut für meine Nase. Ich mag die nicht vom Geruch her, aber von der Wirkung her fand ich sie gut. Deshalb werde ich sie auf jeden Fall trotzdem aufbrauchen. Dann hätte ich hier noch von Balea Man eine Energy Q10 Gesichtsmaske. Auch die wollte ich mal testen, beziehungsweise vielleicht meinen Mann mal testen. Mal gucken, also mit Green Coffee und Q10, das klingt doch eigentlich ganz nett. Also wahrscheinlich werde ich auf jeden Fall auch testen und mein Mann vielleicht. Aber ich probiere sie auf jeden Fall, weil das interessiert mich dann. Kenne ich aber noch nicht. Auch die hier kenne ich noch nicht. Das ist eine der neueren Avocado- und Honigtuchmaske für normale und trockene Haut. Das klingt gut, könnte ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Ja, muss ich demnächst mal machen. Bin ich sehr gespannt drauf. Die ist gerade erst eingezogen. Und hier habe ich noch eine aus dem Adventskalender von Lovely Moments quasi. Diese Gesichtsmaske mit Algenextrakt für trockene Haut. Das klingt an sich gut, kann ich bestimmt gut auftragen. Und mich würde mal interessieren, wer von euch den Balea Adventskalender auch hatte, wie ihr diese Masken fandet, diese beiden. Also diese wärmende von vorhin und jetzt hier diese, wo habe ich die denn hingelegt hier? Also diese wärmende Gesichtsmaske und dann eben diese für trockene Haut. Fandet ihr die gut? Habt ihr die gut vertragen? Also ich bin ja immer ein bisschen skeptisch, also bei der weniger, aber bei der und die letzten habe ich auch eine nicht so gut vertragen. Also vom letzten Jahr im Adventskalender, also vorletzten Jahr im Adventskalender, das war ein bisschen schwierig. So, weiter geht's mit einzelnen Masken. Und eine fehlt, sehe ich gerade. Und die ist ganz wichtig, die hole ich noch schnell. So, und zwar die hier. Die hatte ich im TK Maxx mitgenommen, als so ein Fünferpack. Und ich muss gerade mal neu einstellen. Moment. Habe aus Versehen ausgeschaltet gehabt. Also die hier fand ich, als ich die das erste Mal getestet habe, nicht besonders. Ich fand die sehr trocken. Und jetzt beim zweiten Mal hat die mich aber doch ganz schön überzeugt, muss ich sagen. Also die ist von TK Maxx gewesen. Ja, My Beauty Spot heißt wohl die Firma, eine CoQ10 Maske. Auf jeden Fall super pflegend. Nicht zu nass, wie gesagt. Auch ganz okay von der Passform her. Also, ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Würde ich mir vielleicht doch auch noch mal holen. Die war auch vom TK Maxx hier und zwar diese Kale Face Mask mit Vitamin A, C und K vom Cream Shop. Die fand ich super. Also die ist auch Bombe. Und da habe ich für 5 Masken 5,99 bezahlt. Ich finde, es geht auch für wirklich
Masken, die auch funktionieren und eine Wirkung haben, ne? Die meisten haben ja dann doch eher nicht so eine großartige Wirkung, sondern pflegen halt ein bisschen, machen was für Seelenheil, sage ich mal, für ein Wellness, fürs Wellnessgefühl. Aber da habe ich schon das Gefühl, da hat sich für die Haut was getan. Und die war sehr feucht. Ich habe mir das Serum dann abgefüllt, was übrig geblieben ist. Und dann 2 Tage lang noch die Haut immer mal so ein bisschen damit verwöhnt. Und das hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Die Rose Lies Mask von Coco Star, die hatte ich in meinem Gewinnpäckchen von der... ich schreibe es euch hin. Eine ganz süße, ich schaue die jetzt auch schon eine ganze Weile, sei gegrüßt an dieser Stelle, falls du das zufällig hier siehst. Ich habe sie noch nicht getestet, also da bin ich auch mal gespannt. Rose ist an sich nicht so mein Duft, deshalb liegt die noch hier, aber ich möchte die auf jeden Fall mal ausprobieren. Auch die war in diesem Gewinn drin, und zwar ist es eine Plumping and Hydrating Lippenmaske. Sowas habe ich auch noch nicht getestet. Ne? Also ich habe an sich relativ volle Lippen und da brauche ich das nicht unbedingt. Aber ich meine, wenn ich es jetzt schon mal habe, werde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Von The Beauty Mask Company habe ich die Kokosnuss Wasser- und Kaktusmaske nachbestellt quasi. Die hatte ich schon mal. Ich fand die recht gut, muss ich sagen. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann, was ich wirklich sehr, sehr gerne mag, ist von Lovely diese Face Mask. Ich weiß, viele mögen die nicht so, aber ich finde die super. Also wer ein bisschen trockenere Haut hat, die ist immer sehr pflegend und ich finde, die riecht gut und tut, was es soll. Auf jeden Fall von mir eine Top-Maske und Empfehlung. Die hier habe ich letztens entdeckt von Lection? Keine Ahnung, also ich habe die beim DM gekauft. Radiance Face Mask, kenne ich nicht, habe ich nie gehört, nie gesehen und weiß nicht, was sie tut. Also Pflegmaske für gesünderes Aussehen, das ist schon mal gut. Muss ich unbedingt mal testen. War halt so ein Spontankauf, weil sie runtergesetzt war, dachte ich mir, teste ich mal. Die hier habe ich von, ich bin heute eine Matschspielende, ne? Von Antonella Place, heißt es noch so? Also auf jeden Fall Beauty and Fun hieß es, glaube ich, früher und Antonella's Place heißt es jetzt. Ich fand die wirklich gut. Der Duft ist nicht so mein Ding, aber sie pflegt super und von daher werde ich die demnächst auch mal aufbrauchen. Und ja, fühl dich gegrüßt an dieser Stelle, auch du. Ich verlinke euch die beiden Kanäle gerade mal oben in der Infobox, könnt ihr mal reinschauen, sind ganz nette Mädels und ja, schaue ich immer wieder gerne, auch wenn ich nicht immer was schreibe, ich bin meistens da. Von Pure Source, die Cell Sheet Mask Green Tea, die habe ich auch schon öfter nachgekauft, ich fand die super, Mischa ist das, genau. Ich weiß nicht, ob es die noch im DM gibt, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die missten das aus, ich weiß nicht, vielleicht gibt es sie bei euch noch, würde mich mal interessieren. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Also ich fand die super und würde ich mir immer wieder nachholen. Und von Elkos, das ist vom DM, habe ich eine Anti-Age-Maske. Die habe ich jetzt noch hier, die Q10. Da habe ich auch schon mehrere gehabt. Auch die Feuchtigkeitsmaske fand ich sehr gut. Die hier finde ich auch sehr pflegend. Ich meine, mich zu erinnern, dass ich die auch nachgekauft hätte. Ja, regenerierend. Kann ja nicht schaden. Also ich fand die okay und kann man auf jeden Fall gut machen. Wer an sowas Interesse hat, probiert die gerne mal aus. Die sind auch nicht teuer und können auf jeden Fall mit den günstigen Marken auch mithalten. So, und das war jetzt von mir alles. Also es ist wirklich jede Menge Zeug. Die doppelten habe ich ja gar nicht gezeigt. Ne? Also da habe ich auch noch einen ganzen Schwung voll. Irre. Ich werde jetzt wohl auch mal gucken, was ich demnächst aufbrauchen muss, weil sie schon älter sind. Und so, das war's. Ach, nein, das war's noch nicht. So,
Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und mich würde mal interessieren, ob ihr auch gerne Masken verwendet und wenn ja, lieber Tuch oder Creme. Also ich mag ja die Crememasken an sich etwas lieber, muss ich sagen. Aber wenn es schnell gehen muss, nehme ich auch gerne mal eine Tuchmaske. Und ja, aber ich werde mich da in nächster Zeit doch mal zurückhalten. Es ist echt extrem viel geworden in der Zwischenzeit. Und ja, ich teste halt immer gerne auch mal was aus. Bin immer auf der Suche nach dem Nonplusultra. Aber ja, ist schwierig zu finden. Es kommt immer wieder was Neues. Wird ja auch immer wieder was vom Markt genommen. Ne? Nützt ja nichts, wenn es dir gut gefällt und dann ist es wieder weg. Na gut, also vielleicht schreibt ihr mir mal eure Lieblingsmasken gerade in die Kommentarfunktion. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Tag, einen schönen Tag, einen guten Tag, einen schönen Tag. Lasst euch auf jeden Fall gut gehen. Bleibt mir gesund und munter. Bis bald. Ciao.